Julie Engelbrecht. Jetzt haben wir gar nicht mehr, gesprochen vorher. Wir werden das jetzt alles in der improvisieren. In der Sendung. Bonjour. Du siehst fantastisch aus, wie man sich eine. Bist du in Paris geboren? Ist das überhaupt richtig? Ja, natürlich. Ja, wie man sich eine Frau, die in Paris geboren ist, vorstellt. Also wie stellt man sich eine? Elegant, sexy, aber die Eleganz ist beiläufig. Weißt du? Okay, so wie bei dir. Bei mir ist es ein bisschen... Sehr beiläufig. Ja, aber bei dir ist es so, bei Französinnen, ich wirklich, sag mal, viele Französinnen sind ja Schlampen. Also, verstehst du, nein, weißt du, was ich meine? Sie haben so etwas, wo man sagt, oh... Ich glaube, sie lieben das Leben. Ja, und dann aber es sind die Schuhe oder es sind eine Handtasche, irgendetwas gibt diesen Pep. Und es ist der wichtige Satz, die französische Frau ist zuerst Frau und dann Mutter. Das stimmt. Und Sie sind die dünnste Frau der Welt. Auch. Die dünnsten Frauen der Welt. Und weißt warum? Du warum? Lacht dein Publikum. Ja, nein. Sie sind die dünnsten Frauen. Weißt du warum? Weil eure Pfannen so schwer sind. weil die alle aus Edelstahl sind. Und das macht einfach schlank, wenn man dann ja, so rüber genau. Kocht, die Französin. So wie meine Kokotte, du weißt, die letzte Mal. Kochst du auch gerne? Ja, ich habe das von meinem Papa gelernt, der ein wunderbarer Koch ist. Er ist ja der Franzose. Er ist der Franzose, ja. Ja. Und was kochst du dann in welche Richtung? Unterschiedlich. Also ich mache auch Crêpes, aber diese Crêpes Breton mit Speck? Mit salzig. Jambon und salzig und mit Käse. Oder ich mache Piperade, das ist so eine Art Omelette mit... Tu connais Piperade? Ah oui, la Piperade basque, c'est bon. Hallo. Hier ist Deutschland. Ah, ja. Wir sprechen Deutsch. Das ist der einzige Satz, den ich aus der Ära Westerwelle rüber gerettet habe. Ja. Wir aber Piperade ist keine französische Wort, sondern eine baskenländische Wort. Ça, c'est ne pas la Suisse. Oui? Oui. Alors. baskenländische? Ja, was ist denn eine Piperade? Also Piperade ist eine Omelette gemischt mit einer Ratatouille. Ah. Ratatouille, da gab es auch diesen Film. Da gab es einen Zeichentrickfilm. Ja. Heißt nicht mehr Zeichentrick, heißt Computeranimiert. Und Ratatouille ist doch mit Auberginen, Tomaten, Zucchini, einfach gemischt. Aber in die Piperade gibt es keine Aubergine. No? Oui, aber dein Papa kommt nicht aus Südwestfrankreich, so wie ich. In die Piperade gibt es, schon einen Streit. Meine Schwester sagt, es gibt keine Zwiebel. Ich sage, es gibt Zwiebel. In die Piperade? Oui. Aber auf jeden Fall. Es gibt Schalotten. Die Schalotten. Das auf gar keinen Fall. Aber es gibt Piment. Pfeffer? Oui. Diese Piment long. Grüne. Ja. Schwarze, weiße und langer Pfeffer haben wir. Peperoni. Lange Peperoni, süß. Oh. Und Tomate, frische Tomate. Oh, ein Traum. Frische Tomate. Es gibt keine Poivron. Doch. Oh, wir sprechen. Nein, aber das gefällt mir. Das ist die Lebhaftigkeit. Non, c'est vrai. Non. Ihr könnt euch stundenlang unterhalten, habt eigentlich nichts zu sagen, aber es lebt. Ja, das meine ich. Nein. Es ist das gleiche bei den Italienern. Bei den Italienern ist es dasselbe. Eine deutsche Familie im Restaurant, ja, vielleicht noch der doofe Sohn, ein Handy in der Hand und Stille. Und die Italiener, hey, weißt du was? Der erste Essen, wo ich angeladen war in Deutschland, ja? Ich bin fast nach Frankreich zurückgegangen. Weil? So, wir hatten zuerst ein Bier und so und dann, wir kommen zu Essen und ich dachte, oh, es ist der erste Essen, was werde ich typisch deutsch? Erstmal, es gab nur Nudeln mit unterschiedlicher Sauce und so, okay. Oui. Und niemand hat gesprochen. Non. Die Leute haben einfach gefressen, ohne ein Wort zu sagen. Ja. Und ich dachte, ja, wir werden ein bisschen Konversation machen. Kein Wort. Ja. Sie haben, und das war aber alles das ist so. Tag, leider. Tag. Und am Ende, man ist wieder genau, so ist auch am Set leider, ne? Oh, also, ja. Ich habe ja den kleinen Nick Teil 2 in Frankreich gedreht. 4-Gänge-Menü. Wein. Ekrevis, Austern. Wein natürlich. Mittags. Rotwein mittags. Ja, klar. Nickerchen nach Mittag. Deutschland 30 Minuten, aber wirklich total gezählt. Und auch noch, es geht weiter, bitte. Man schaufelt. Du hast eine Krawatte an in der nächsten Szene. Dann, hallo, ja, ich bringe ihn. Dann zack, so, schnell, ja. Die Frauen müssen dann noch schnell zur Maske und so und dann zack. Das liegt, und bitte. Das liegt aber dran, dass Depardieu bei euch die Regeln macht, oder? Aber dann müssen doch alle pissen im Flugzeug. Ja, oder natürlich auch, er trinkt schon zum Frühstück gerne mal einen Weißwein, habe ich aber gelesen. Aber nicht nur Depardieu, sondern? Ich habe gehört, Alain Delon, er akzeptiere einen Drehfilm
Nur wenn, eine Küchine die Küche macht. Eine Toll. Bestimmte, dass er macht. Toll. Sie muss, ich werde in Zukunft mehr in Frankreich drehen, glaube ich. Was, das war der kleine Nick? Ja? Oui. Le Petit Nicolas, also die Le Ferien des kleinen Nicks. Das Ach, ist das mit Sommer Carla Bruni? Nein. Nein, Ach so. Mit Kat Merad aus Willkommen bei den Sties. Du hast kapiert, Thierry, hä? Heute noch ein Marlboro. Er spricht ja. von Nicolas Sarkozy. Ah, oui, Le Petit Nick. Le Petit Nicolas. Ein Politwitz, aber schlecht. Nicolas Sarkozy. Oui, ja. Aber jetzt lebst du in Berlin. Ja. Würdest du nicht lieber in Paris leben? Nee. Findest da du Berlin ich doch auf? Schon gelebt. Ja, findest du Berlin aufregender? Ich liebe Berlin. Ich finde es eine aufregende Stadt. Da gibt es alles. Es ist aber auch entspannter. Also Paris ist so laut und dreckig. Je sais pas si tu, ich liebe Berlin. Ja. Tu t'adore. J'adore Berlin. Dann du hättest mich an die Berlinale auch schicken können. Oh, ne? Das Berlinale. Ist die Berlinale. Du hättest mich auch wieder schicken können. Ja, aber ich habe die nicht geschickt. Ja, ich hätte mit Natalia ein Rundchen drehen können. Ja. Ja, das ist aber toll. Aber ihr beide könnt von der Berlinale nächstes Mal berichten. Dann für einen. Jetzt, nächstes Mal? Also, was machst du, wenn du bist moi je in Rente? Moi, je retire. Ou je me retire? Je me retire. Je me retire. Je me retire. Auf einer Insel? Non, 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 non. Peut-être à La Ferté-sous-Jouarre. Ou... Attends, oh là tu là. Sais. Moi, j'ai une voiture dans un camping. Ah, oui, près de Cap-Frère. Aber das wird ja doch bestimmt langweilig, oder? Non. Nein, wenn du keine Leute mehr triezen kannst, das ist doch fürchterlich. Nein. Ich setze mich in Paris auf die Straße und sehe die Weiber aus der U-Bahn kommen und denke, warum schaffen die Deutschen das nicht? Ja? Sie sind fertig, sie haben zwei verrotzte Kinder an der Hand, aber sie haben irgendwas. Ja? Und hier die deutsche Mutter, Rucksack vorn, Rucksack unten und Helm auf. Das ist okay. Dass die deutsche Frau Helm trägt, finde ich okay, aber Fahrrad. Das ist im Urlaub für mich das Tollste. C'est Radio Monte Carlo avec Ventre de Rock, le Rolling Stones avec Brown Sugar. Non? Du hörst Radio Monte Carlo in Frankreich? Ja, vor 30 Jahren, als ich dort getrennt bin. Aber dann mit dem Zug gefahren, mich hat keiner mitgenommen, ich verstehe das nicht. 11 Stunden auf der Straße. Trampen in Frankreich ist schwer. Also zumindest. Schwanger? Ja, ich war schwanger damals, aber lange Geschichte. Es war damals noch nicht erlaubt, als Mann schwanger zu sein. Sehnsüchte. Wahrscheinlich. Das wirst du nie nachholen können. Wer weiß? Eine Schwangerschaft. Vielleicht setzt das die Große Koalition durch. Oder? Ja, warum schaust du mich so an? Nee. Wenn die Wissenschaft so weit ist, dann. Ja, aber das muss doch langsam mal irgendwie gehen, oder? Ja, ich glaube, wir haben noch... Wobei, du bist vielleicht ein bisschen zu ich alt. Ich bin zu alt für ein Kind. Ja. Aber ich könnte es austragen lassen von einem Leihvater. Genau. Ja, obwohl mit... Irgend so eine Tunte, die Geld braucht. Na, ich mach keine Kommentare. Wenn du kennst an, welche. Wenn du fängst an, wie Monsieur Poutine zu sprechen... Sie wohnen bei dir. Wie wär zu sprechen? Du fängst an zu sprechen wie Monsieur Poutine. Poutine? Ach, Putin! Ja, Poutine. Er hat deinem Landsmann gerettet, diesen depressiven Gérard. Er hat ihm einen Pass gegeben. Oui, jetzt reden wir über deinen Film. Der kommt am Freitag im Bayerischen Fernsehen. Am Samstag im Bayerischen Fernsehen. Genau. Am 15. im Bayerischen Fernsehen. Und der Film heißt Frei. Ja. Ernstes Thema. 22 Uhr. Ja. Genau. Preisgekrönt bereits. Ja. Ja. Ernstes Thema. Du spielst eine... Eine polnisch-jüdische Pianistin, die den Holocaust ganz knapp überlebt. Ja. Und die auf dem Weg, also der Krieg, der Film startet kurz nach dem Krieg. Ja. Und ich bin auf der Flucht eigentlich nach Palästinien. Ja. Über die österreichischen Berge. Da werde ich dann von einem Mann gerettet. Aha, das ist Ken Duken, der das den spielt? Das ist Ken Duken, ja. Genau. Und der nimmt mich dann mit auf die Flucht nach Buenos Aires. Mit seiner kleinen Tochter, weil in der Zwischenzeit leider seine Frau gestorben ist. Und ich werde quasi die Rolle der Mutter dann übernehmen. Samstagabend, 22:15 Uhr, im Bayerischen Fernsehen. Genau. Ja. Woran arbeitest du gerade? Jetzt gerade mache ich die Soko Köln. Ah, das ist ja wahnsinnig erfolgreich. Da bin ich hier, genau. Und im Sommer wird dann dieser Petit Nicolas Teil 2, glaube ich, auch in Deutschland. Mit Sicherheit. Ganz sicher, ja. Und es kommt im Sommer... Und das Lustige ist, ich musste da eine deutsche Studentin spielen und musste dann dafür den Akzent lernen, genau. Ach so, den deutschen den Akzent deutschen im Französischen. Den deutschen Akzent auf Französisch, obwohl ich ja eigentlich dort geboren und perfekt spreche. Also Wahnsinn. Ja. C'est sûr, je comprends, c'est très difficile. Oui, je te vais parler comme ça. Du sprichst so, c'est sûr, merci beaucoup. Ça, c'est sûr?
Ça, c'est sûr. Ah non. Am Stadt, ça, c'est sûr. Natürlich. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Wir sagen, ça, c'est sûr. Und der Deutsche und sagt, ça, c'est sûr. Ja, aber entschuldige, und, doch nach 12 ja, Kölsch. Mich auch, es ist viel. Hein? Nach 12 Kölsch, doch nicht im Nicht. Ça, c'est sûr, nein, so. Nein, nein, ça, c'est sûr. Merci, ça, c'est sûr. Non. Non, ça, c'est sûr. C'est pas vrai? Non. Ja. Oh, nein, du hast völlig ich recht. Habe meinen Landsmann. Würdest du eigentlich lieber häufiger in Frankreich drehen und macht das Arbeiten da mehr? Oder ist es für dich auch nochmal eine interessantere Aufgabe? Ich mag beide Länder unheimlich gern. Also wenn es da weitergeht, natürlich. Die machen ja tolle Filme. Ja. Und die lieben ihre wenn Stars. Mal in Deutschland, wenn es weniger ja. los ist, dann mache ich halt. Aber es ist auch toll, wenn man pendeln kann. Attends, ich habe eine super interessante Frage. Schon wieder? Darf ich? Ja. Ich wollte für die Olympischen Spiele, bist du für Frankreich oder für Deutschland? Für der gewinnt, natürlich. Hey, sehr gute Antwort. Ja, wir sind Europäer. Wir denken nicht mehr so nationalistisch. Weißt du, wir haben Vollbeschäftigung. Ja, zumindest im Büro von Sigmar Gabriel. Ja, das ist so. Jetzt, es war großartig, dass du hier bist. Und ich glaube, dass es auch bei der Musik für dich schön weitergehen wird. Ja? Ja, in Clubs oder also, so. Was ich noch sagen wollte, ja, am 21. Februar um 21.20 Uhr läuft im ZDF die Soko Leipzig. Wo auf ich eine Frage ja. Warte, du wirst vergewaltigt? Ja. Um Gottes Willen. Geht es gut aus, hoffentlich, oder? Ja, weil ich mache dann Selbstjustiz, weil die Polizei glaubt mir ja nicht. Hey, dann, das dann muss mir. Ich mir. Ja, ja das, ich muss mich selbst rechnen. Was ist ja. das, Soko Limburg? Oder was? Nein. Leipzig. Na, Leipzig, genau. Leipzig, Soko Leipzig.